Hallo liebe Bogensportfreunde, ich habe hier nicht ohne Grund eine andere Brille in der Hand, die ich jetzt erstmal aufsetzen werde. Sicherheit geht vor. Und zwar machen wir heute weiter mit dem Film, den ich letztes Mal schon gemacht habe. Da ging es ja darum, Carbonpfeile, wie empfindlich die sind, das heißt also Schlag auf die Seite drauf. Und die sind defekt. Und da kamen dann Rückfragen zu mir, die sagten, ja, um Gottes Willen, schön, dass du es uns gesagt hast. Als Einsteiger ist das ja wohl gar kein Ding, dass wir solche Carbonpfeile nehmen. Und was kannst du denn eigentlich mal empfehlen? Falsch gedacht. Nein, Carbonpfeile sind eigentlich schon die besten Pfeile, die man kriegen kann. Es ging in dem Film wirklich nur darum, wenn ihr auf die Scheibe schießt und ihr kriegt dort einen Pfeilsalat, das heißt, ihr habt wirklich Pfeil auf Pfeil draufgeknallt. Ich habe es ja nochmal gezeigt. Wenn es dran schleift nur, dann ist der Schaden eventuell gar nicht so groß. Damit habe ich noch nichts kaputt gekriegt. Aber wenn es wirklich derbe drauf knallt, Pfeil auf Pfeil, ihr habt dort Pfeilgeschwindigkeiten von 200 Stundenkilometer und mehr. Compound-Schützen schaffen bis zu 400 Stundenkilometer. Und dann ist so ein Pfeil auch mit einer leichten Pfeilspitze, die dagegen knallt, durchaus geschädigt. Und deswegen solltet ihr hingehen und eben dann diese Biegeprobe. Das heißt, ihr hört diesen Aufprall, ihr merkt, da ist irgendwo ein großer Treffer bei, da könnte ein Schaden sein. Dann nehmt eben diese Pfeile und biegt die einmal kurz durch, um zu gucken, ob die in Ordnung sind oder nicht. Zum Einstieg, wie gesagt, es sind eigentlich mit die robustesten, die man so kriegen kann. Deswegen finde ich die gerade als Einsteigerpfeil sehr, sehr angenehm. Und als Einsteiger, komm, ihr trefft in der Regel nicht so dicht, dass die Pfeile wirklich aneinander hauen. Wenn ihr auf 18 Meter schießt, dann habt ihr in der Regel so einen Streukreis, wenn ihr anfangt. Später, wenn ihr besser werdet, dann schrumpft dieser Streukreis. Aber da müsst ihr natürlich erstmal hin. Aber solange wie das auf dieser großen Fläche ist, ist bei euch die Chance relativ gering, dass ihr so einen Schaden habt. Sollte so ein Pfeil also dann irgendwo wirklich mal dann auch bei den Einsteigern aneinander hauen, nachgucken, dann ist das in Ordnung. So, jetzt wollte ich noch mal ganz kurz zeigen, wie stabil sind solche Pfeile eigentlich. Also ich habe jetzt hier einen Carbonpfeil und den kann ich eigentlich schon mal relativ weit durchbiegen. Es passiert also nichts. Ne? Ich habe noch nie probiert, wie weit man den biegen kann, bis er kaputt geht. Da ist er kaputt. Hä, jetzt weiß ich, wieso ich da schon Handschuhe liegen habe. Ich wollte die angezogen haben. So, ihr habt gesehen, ich habe fast einen Halbkreis gezogen. Jetzt ziehe ich sie an. Jetzt gucken wir mal, was andere Pfeile machen. Aluminiumpfeil wäre meine zweite Wahl. Von der Stabilität her. Das heißt, ein Aluminiumpfeil, sehr wahrscheinlich kann ich mit dem jetzt den typischen Schaden eines Aluminiumpfeils noch nicht mal nachvollziehen. Weil wenn der in die Scheibe reingeht oder beziehungsweise wenn er sich so stark durchbiegt, ja, vielleicht kriege ich es doch hin. Ja, ich habe es hingekriegt. Ja, er fängt an zu eiern und damit ist dieser Pfeil natürlich auch sofort komplett in Eimer. Man kann jetzt die Pfeile versuchen wieder zu richten, die Aluminiumpfeile. Dafür gibt es sogar extra Richtzangen und Richtböcke, um das wieder hinzukriegen. Ich vergleiche immer sowas gerne mit Autos. Wenn ich ein Unfallauto habe, dann kann ich das durchaus auf eine Richtbank draufziehen und dann die Karosserie wieder ausrichten. Nur neu wird der Wagen dadurch nicht mehr. Jetzt gucken wir mal, wie viel der Pfeil überhaupt insgesamt aushält. Hopp, hopp, da ist er weg. Auch wieder Salat. Ich gebe wieder Geld aus heute. Letzter Pfeil. Wer meine Videos kennt, weiß, dass ich von Holzpfeilen nicht besonders viel halte. Die gehen gerne mal kaputt und alle Pfeile fliegen immer irgendwie ein bisschen anders. Aber wir gucken trotzdem mal, was sie eigentlich können. Weil sie können auch durchaus mal robust sein. Aber so viel dann dazu. Leute, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Tschüss, euer Norbert.